Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von meinem Gothic Let's Play. Und jetzt versuchen wir, die Orkstadt auszurotten, was gar nicht so einfach ist, weil da ziemlich viele starke Orks sind. Warum kommen die alle da so spät daher? Das kann's ja nicht sein, oder? Feuerregen, komm. Das hat keinen Sinn, einfach nochmal laden, Alter. Vollidioten. Okay, wir machen es einfach nochmal, ganz vorsichtig. Komm her. Ja, nur ihr drei, sonst keiner. Weil drei schaffe ich noch, es sind nur zwei. Ah, da ist noch einer, toll. Ja, du kannst auch noch herkommen. Okay, wir speichern einfach mal. Wow! Stufe gestiegen, ja geil. Damit kann ich jetzt aber nichts mehr anfangen. Okay, der hat nichts. Okay. Jetzt wird es richtig interessant. Mal schauen, ob die Eiswelle wirkt, wenn ich weiter näher dran bin. Okay, das sollte reichen. Schnell. Oh. Ah, Hilfe, geht's weg da! Alter, dieser Fokus ist so unmöglich. Na endlich. Ah. Okay, da vorne lebt keiner mehr. Oder doch? Doch, der eine da. Der kann aber auch was erleben. Tschüss. War wohl nix. Ja. Damit haben wir circa ein Viertel bis Drittel der Orkstadt ausgerottet. Da kommt noch einiges auf uns zu. Gut, sonst ist da nix. Dann erstmal die Waffen einsammeln. Da sind schon die nächsten hinten. Uff. Ganz schön schwer. Und das für Endgame. Oh, jetzt hätte ich schon gedacht, das hängt sich auf. Das wäre nicht gut. Vielleicht einfach mal speichern, weil das ist sicherer. Die Orkstadt ist das Letzte, was uns davon abhält, wieder in den Schläfertempel zurückzukehren und dem Schläfer so richtig in den Arsch zu treten. Aber die Orkstadt hält uns auch nicht mehr lange auf. Noch ein paar Orksplätten und schon sind wir wieder drin. Okay. Sehr gut. Erster Bereich gesäubert. Weiter geht's. Da ist, glaube ich, eh nichts los. Ah, doch. Nein, nein, das sind nur die Schwachen. Die können eh nichts. Die können überhaupt nichts. Okay, wenn es viele sind, können es schon was. Und wenn der Fokus nicht mitspielt, was er immer nicht tut. Fokus ist echt der wahre Boss von dem Spiel. Was denn jetzt passiert? Warum greifen die sich gegenseitig an? Sind die dumm oder was? Was willst du eigentlich? Hör auf zu blocken! Da hinten sind Tempel-Orks, Tempelkrieger. Die sind richtig stark. Aber alles, was da vorne war, ja, kann gar nichts. Oh nein, die haben sogar noch was.
Die plündere ich jetzt nicht alle, das ist mir zu blöd. Ich nehme die Waffen, das ist das höchste der Gefühle. Der tanzt einfach weiter. Ich glaube, ich spinn. Was willst du? Pech. So. Na, komm her. Das war nicht mal ein Tempelträger, ein normaler. Kann gar nichts. So, da hinten sind meines Wissens nach auch noch ein, zwei Krieger. Oder ist da nur der Turm? Scheint nur der Turm zu sein, okay. Mal schauen, ob da irgendwas ist. Schaut nicht so aus, okay. Gut. Dann weiter runter. Wir haben es ja schon fast. Jetzt bloß vorsichtig. Oh oh, vier von denen auf einmal. Weg da! Ja, die Tempelkrieger sind stark, aber irgendwie haben wir es geschafft. Okay. Jetzt noch nicht zu den Schamanen, das ist noch zu früh. Erstmal. Oh oh, oh oh, nicht gut. Nein! Nein, das sind zwei Tempelkrieger. Weg da! Okay, da hat uns das Spiel geholfen mit seinen Bugs. Immerhin ist er da festgesteckt. Gut, ich glaube, da unten habe ich aber eh alles geplündert, also brauche ich da gar nicht runterschauen. Jetzt wird es halt richtig heftig, weil vier Schamanen, das ja, kann übel werden. Immerhin können die mich alle gleichzeitig abfackeln, das ist nicht gut. Das ist die Frage, ob ich einfach zum ersten hingehe und dann mit dem Schwert umhaue und dann vielleicht schnell weglaufe, bevor der zweite mich erwischt, ich weiß es nicht. Einfach improvisieren. Irgendwas wird schon funktionieren. Nein, wie stark ist der? Jetzt brenne ich die ganze Zeit nur. Ja, super. Einfach wieder heilen und den gleichen Spaß nochmal wiederholen. Ja, wo sind sie denn? Wo sind die wirklich? Sind sie jetzt einfach auf der anderen Seite? Da ist einer. Also beide. Komm schon. Komm! Jawohl! Super! Damit sind die Schamanen auch down. Gut. Jetzt kann ich eine Telekinese-Spruchrolle verwenden, eine einzige. Also vorausgesetzt, es ist ein Slot frei, was nicht ist. Kugelblitz weg, braucht keine Sau. So, da. Nein, nicht Teleporter, den Wassermagier. Wir brauchen Telekinese. 7 Statuette. Wird schon reichen. Da ist sie ja schon. Die Statuette, mit der wir das Tor aufmachen können. Und wir sind praktisch schon wieder im Schläfertempel, nur dass wir kurz noch da in diesen Seitengang schauen. Viel ist da nicht zu holen, aber zumindest ein bisschen was. Hauptsächlich geht es um dieses Horn, was da auf dem Thron liegt. Und da ist noch eine Truhe. Ach, Waffen. Ich sehe schon wieder gar nichts. Wo ist der Lichtzauber? Ist der noch da? Licht, perfekt.
Ja. Da sollte eigentlich eh nichts sein. Schauen wir mal noch zur Sicherheit. Ah, sehe aber nichts. Ja. Da ist mal nichts. Ah, vorne ist noch was. Bei diesen Zellen. Da sind welche. Ich mache einfach mal das zuerst. Ah ja, geht das auf. Sehr gut. Rachestahl. Jetzt, wo wir Uriziel haben, ist das ziemlich wertlos. Okay. Ja. Ob diese zweite Zelle überhaupt aufgeht, weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall noch nie geschafft. Deshalb sind wir da jetzt fertig und gehen zurück in den Schläfertempel. Dort wartet der letzte Orkschamane auf uns und danach fehlt nicht mehr viel und wir stehen vor dem Schläfer höchstpersönlich. So, wo ist denn da diese Vorrichtung? Da. Schalter. Sehr gut. Da liegt einfach eine Fackel. Sicher meine. Gut. Rockstadt bewältigt. Jetzt muss ich da wohl über die Säulen rauf. Das kann es ja wohl nicht sein. Was ist denn das jetzt gewesen? Muss ich schon wieder Licht benutzen, damit ich irgendwas sehe? Cool. Okay, und wir sind wieder oben. So, das ist falsch, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen da durchgehen. Genau, sehr gut. Da mal runter. Und da weiter. Ja, und da sind wir wieder. Machen wir den Spielstand für den letzten Orkschamanen. Gut. Mal schön positionieren. Da hinten steht er. Die Frage ist, ob das Spiel jetzt zulässt, dass wir ihn erreichen oder ob es wieder abstürzt. So wie bei den anderen Schamanen. Versuchen wir es jetzt. Bitte funktioniere. Ja, er ist da. Super. Waffe. Ich werde dich aufhalten.
Komm her. Der kann ja gar nichts. Oh mein Gott. Das war peinlich für ihn. Der hat voll auf die Fresse bekommen. Der hat nicht mal irgendwas tun können. Das ist traurig, sehr traurig. Ja, wie es jetzt letztendlich funktioniert hat, ich habe ein Player-Kit installiert und dann so einen Fix, damit das funktioniert. War gut. Sollte nicht noch irgendwo ein Templer sein? Bin verwirrt. Ja, da ist keiner. Okay. Dann halt nicht. Dann geht's da weiter. Ist da vielleicht noch einer? Ja, da ist noch einer. Okay. Dann komm hier. Und tschüss. Apokalyptischer Templer sogar. Nicht mal mehr fanatisch, jetzt sind wir schon apokalyptisch. Ja, von mir aus. So, und das sind natürlich die 5 Steine, in die 5 Schwerter der Ork-Schamanen rein müssen. Und noch das vom Crash Barak Arushat und wir sind drin. Sehr gut. Was ist denn da los? Wer steht denn da? Xardas kommt uns besuchen. Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den 5 Herzen auf sich hat. Die 5 Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in 5 Schreine gelegt. Mhm. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den 5 Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Okay. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Okay. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht. Was ist los mit dir? Ich muss. Ja, Xardas legt sich schlafen. Wir haben jetzt mal die Ehre, diese Gänge hier zu erforschen. Da sind nochmal solche alten Mumien, die jede Menge Tränke für uns bereithalten. Tränke mit permanenter Steigerung von Attributen. So sind wir letztendlich viel zu overpowered am Ende, aber ja. Ist ihre Entscheidung. Ich habe das immer recht unnötig gefunden, weil gerade wenn man am Ende eh schon so stark ist, braucht man diese ganzen Tränke gar nicht mehr. Aber die Jungs von Piranha Bytes haben das damals wohl anders gesehen. Und wenn die Tränke schon da sind, nehme ich sie natürlich. Man will ja nichts verschwenden. So, das war die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch nochmal was. Thank you.
Okay. Gut, wo ist er denn? Wo ist er wirklich? Ah, da ist er. Aha. War wohl nix. Gut, jetzt verstärken wir uns. Okay, Elixier der Geschicklichkeit, sehr gut. Tank der Schnelligkeit braucht keiner. Noch jede Menge Leben dazu. Elixier des Lebens 15, maximal Lebensenergie 7 Mal. Alter. Das eskaliert so heftig. Ja. Elixier des Geistes auch plus 15 Mana und das 6 Mal. Jetzt habe ich genug Mana. Eindeutig. Trank der Herrschaft, auch nicht übel. Und Elixier der Stärke 7 Mal. 7 Mal! Ja, also wenn wir zuvor nicht die höchste und stärkste Waffe von überall nehmen konnten, dann jetzt auf jeden Fall. Ich bin sicher, die beste Armbrust kann ich jetzt auch schon nehmen. Mit 73 Geschick, ganz sicher sogar. Aber erstmal ewig runterscrollen durch die ganzen Waffen da. Jetzt, okay. Kriegsarmbrust 55, ja, das geht sich locker aus. Gut. Jetzt mal da runter. Sehr gut. Gerade mit Akrobatik können diese Risse im Boden gefährlich sein. Wenn der Fall springt, dann fällt man runter. Wo ist denn da so ein Templer? Ein paar von denen sind noch da. Da ist einer, das kann jetzt übel werden. Komm schon. Sehr gut. Etwas Leben kann trotzdem nicht schaden. Ah, 22, das ist schön. Sehr schön. Gut, wo ist der nächste? Also da hoffentlich nicht. Da ist nichts. Da nehme ich an. Auch nicht, okay. Dann da. Da ist er. Aha. Erfahrung für den Tempel ist auch heftig. Gut. Da ist nichts mehr los. Allerdings gibt es auf dem anderen Aufgang, auf der anderen Seite, ebenfalls einen Templer. Den machen wir noch fertig und dann schauen wir mal, was da sonst noch so los ist. Zum Glück ist der ganz unten, nicht oben. Jetzt hör auf! Hüterklinge. Gut. Jetzt wird es Zeit, dass wir mit unserem alten Freund Korkolom abrechnen. Dazu gibt es natürlich wieder, wie könnte es anders sein, einen würdigen Speicherstand. Okay, am besten hier.
Obwohl, ich könnte auch vorgehen ein Stück. Nein, nicht da in die Wand, ich will daneben rein. Geh ganz vorsichtig. Gut. Jetzt mal nachschauen, wo ist Korkolom? Da ist er. Schließlich sehen wir uns also wieder. Mein Meister hat mir bereits von deiner Ankunft berichtet. Er kann deine Nähe spüren. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers und keiner kann dich aufhalten. Alle die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Diese dreckige Lache. Schläfer, erwache! Geilste Aussage einfach. Okay, schnell weg. Der Zauber ist wirklich tückisch, den er da hat. Deshalb lieber mal hinter der Säule verstecken und zwischenspeichern. So, wo ist er? Komm. Ja, wo ist er denn? Was ist da los? Hä? Ja, wo ist der? Da ist er. Der Zauber macht zwar nicht viel Schaden, aber man kann sich nicht bewegen. Das ist jetzt schlecht. Komm, hau drauf auf den verrückten Korkolom. Jawohl. Das geht sich aber aus, oder? Na, ja, sollte sich ausgehen. Ist ein mühsamer Kampf, wenn man nicht viel tun kann. Okay, schnell weg, weil da kommt der erste Feuerball vom Schläfer. Der haut einfach ab. Bloß nicht. Wow, okay. Ist einfach ganz schnell der da weg. Der haut einfach ab. Die Novizen sind zu. Wenn sie zu viele sind, auch ziemlich stark. Aber ein paar von denen kann ich mitnehmen. Sessene Novizen. Okay, ich glaube, es wird Zeit für etwas, das sich Feuerregen nennt. Na komm schon, Schläfer. Ah nein, die greifen mich jetzt einfach alle an, das ist auch gut, Komm schon, verbrenn's alle. Hahaha, sehr schön. Das ist eine Wohltat. Okay, pass auf, jetzt nochmal. Vielleicht geht sich's aus. Nein, der kommt schon, komm! Jawohl, super. Jetzt, Alter! Diese Nervsäcke. Uah, wie viele sind da eigentlich? Nein, nichts, zwei. Nein, nur einer. Okay, jetzt schnell weg. Ich will das nicht nochmal machen, also muss ich weglaufen. Die schaffen es nicht über den Spalt hinweg. Das heißt, sobald ich da drüber bin, bin ich in Sicherheit. Okay. Ich hoffe, die schaffen es nicht. Schnell heilen. Der Arsch! Der kommt da rüber! Na warte. Die fallen alle rein, super. Viel zu viele von diesen besessenen Novizen, aber wir schaffen das. Haha. Schon bald gibt's nur noch den Schläfer und uns. Einfach mal kurz heilen. Okay. Läuft doch schon ganz gut. Natürlich sind da noch immer irgendwelche Novizen übrig. Da kommen ja nie alle mit. Okay, zwei. Oh oh.
Nein, ich will nicht getroffen werden. Weg da. Schnell weg. Wow, das war knapp. Bist du deppert. Okay. Der Schläfer und wir. Jetzt gilt's. Aber zuerst. Wir können schon mal Schläfer speichern. Eine solche Konfrontation möchte ich aber nicht mit einem so vollen Inventar beginnen, wo noch jede Menge Krempel herumkugelt, den ich gar nicht haben will. Deshalb gehe ich jetzt drauf und lege alles, was ich nicht behalten will, in irgendeine Truhe ab. Da hat sich schon einiges angesammelt. Ich hätte es gern verkauft, aber Sharky hatte nicht genug Erz und ja, sonst habe ich keinen Händler gefunden. Ist aber auch nicht so tragisch, wir werfen das einfach ab und gut ist. Da hinten ist eh gleich eine Truhe. Und dann geht's dem Schläfer endlich an den Kragen. Okay, los geht's. Wir fangen mal ganz hinten an. Okay, Minecrawler Panzerplatten können wir behalten. Münzen will ich nicht sehen. Das sind die Schwerter. Das ist alles legitim. Trollfell bleibt auf jeden Fall bei mir. Flammenzunge brauche ich nicht weg. Laute, weg damit. Lagerhaut, Lagerklaue, Flügel. Wolfsfell. Horn eines Schattenläufers? Ja, eines kann man aufheben. Warum nicht? Gut, das war mal diese Kategorie. Da werfe ich gar nichts ab, das ist okay. Da bleibt auch alles. Wein will ich nicht, Bier will ich nicht. Sklavenbrot. Rockblatt, Eichenblatt. Der Reis, Alter. Über 200 Reis. Reis schnapps auch 115, um Gottes Willen. Schinken gebe ich einen drauf. Käse auch einen. Oh, doch nicht, okay. Das war. Also, so ist gut. Zumindest ein Brot auch. Da habe ich auch alles auf. Da alle doppelten Runden weg. Feuerball einmal. Feuerpfeil ist gut. Feuerregen, Feuersturm. Feuersturm brauche ich nur einmal. Heilung, Eisberg, Eiswelle, Licht, Pyrokinese. Zweimal Pyrokinese braucht keiner. Okay. Kugelblitz auch zweimal. Eispfeil auch 100-mal. Und zu vernichten habe ich eh. Feuerball, Feuerpfeil, Feuerregen, Feuersturm. Das habe ich alles als Rune und Licht. Skelettbeschwörung habe ich nicht als Rune. Oh, wie viele sind denn das? Das reicht einmal. Verwandlung Blutfliege reicht auch einmal. Ganze Verwandlungen reichen einmal, okay. Rüstungen bleiben. Und die Waffen noch zum Schluss. Okay, die Bögen, Reiterbogen, Feldbogen, Knochenbogen, Langbogen, Langbogen. Okay, Langbogen kann man mal abwerfen. Wie viele Langbögen gibt es da bitte? Ah, das sind alles Langbögen. Leichte Armbrust gibt es auch wieder 100-mal. Wirklich oft. Okay. Ah ja, das sind die Stäbe von den Orks. Da reicht einmal eins von beiden. Ist doch besser, wenn man von oben beginnt. Geht dann leichter. Okay, Uriziel, Innoszorn, Trollfaust, Barbaranax, Kriegerstimme reicht einmal. Ein teures Schwert. Ah, okay, Skars Schwert war das, nicht Armbrust, alles klar.
Okay, da fängt's schon an. Ich will diese ganzen Ork-Waffen nicht. Hüter klingt es sicher auch nicht. Aber kein einziges Mal. Rabenrechtes Ravens-Schwert, Kalomps-Schwert. Alter Richter ist okay, Berserker-Wort. Kruschbrock da schon wieder, nein danke. Obwohl, die habe ich nur... Nein doch, die habe ich öfter. Arthos-Schwert, okay. Gardistenhand. Jetzt nur einmal. Rankenhieb, Breitschwert. Knochenbrecher, Orkhammer. Naja, Todbringer und Siegbringer, der Klassiker, war zweimal Siegbringer? Nein, das geht nicht. Furchtbringer. Oh, jetzt habe ich das Ulamulu nicht, das will ich haben. Morgenstern. Kampfschwert, Gardeschwert. Richtschwert. Ist das Axt? Na sicher nicht. Blutfliegenstachel einmal vielleicht. Herrscherstab. Butterzucht. Richtschwert, man braucht keiner. Schnitter auch nicht. Verbittert Axt genauso wenig. Rostiges Schwert sicher nicht. Oh nein, was war das? Schmiedehammer. Den will ich schon. Eine Spitzhacke von mir aus und das war's dann schon. Der Schürhaken weg. Gut. Ja, jetzt haben wir alles aussortiert. Jetzt geht's zum Schläfer. Jetzt will ich noch die Zauber. Intelligent verteilen. Was ist denn das erste? Feuersturm sicher nicht, ich will Feuerregen als erstes. Blitz ist okay als zweites. Als drittes will ich dann Eiswelle. Dann vielleicht Heilung. Was noch? Dann Feuersturm. Dann Licht. Ja, das reicht. Okay. Der Kampf mit dem Schläfer ist weniger ein Kampf als eher ein Ausweichspiel. Wir müssen die Schwerter in die Altäre stößen, wo die Herzen der Orkschamanen drin sind. Und währenddessen müssen wir halt dem einen Feuerball ausweichen, den der Schläfer in gewissen Abständen schießt. Das ist alles. Wow, das war knapp. Und da sind wir schon wieder. Gut. Jetzt sehen wir wieder diese Waffen von den Idioten Novizen. Super. Gut. Los geht's. Schläfer, erwache nicht. Komm schnell, bevor der nächste Feuerball kommt. Na komm her, was ist da? Na komm her! Du kannst ruhig herkommen! Erledigt, obwohl vielleicht mal speichern. Keine Ahnung, ob das überhaupt geht, aber ich denke schon. Gut. Ja.
Bei den ersten vier Altären, wo ich das Herz durchstoß, kommt immer ein Dämonenlord, den müssen wir dann bekämpfen. Wow! Oh, Kacke. Nicht gut. Jetzt brenne ich halt so lange, bis der nächste Feuerball kommt. Das ist ein endloser Zyklus. Ja, ganz toll. Und schon wieder neu laden. Gut, dass ich gespeichert habe. Ja, super, geht sich aus. Okay, jetzt schnell rauf wieder. Oh oh. Nein, geh weg da! Sieht man hier welche offen ist, okay, egal. Schnell mal rauf. Schnell rauf. Da liegt schon tot der Dämonenlord. Kommt der zweite gleich hin. Na komm schon. So, einer noch und dann der letzte Altar. Schnell! Nein! Nein! Jetzt, das gibt's ja nicht! Boah, so was Unnötiges! Unvorstellbar! Okay, nein, das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Danke für den Fokus. Super. Dass der jedes Mal den Dämonen dort trifft. Unvorstellbar. Jetzt komm her da! Da liegen drei tote Dämonen los. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert mit dem Speichern. Das wäre schlecht, wenn ich jetzt nochmal alles machen müsste. Gut, sofern alles funktioniert hat, stoßen wir jetzt noch das Schwert in den letzten Altar und das war's. Ja, also wir versuchen es einfach. Mal schauen. Und... Thank you.
Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, damit haben wir Gothic durchgespielt. Das war's also. Macht, auch nach so vielen Malen, die ich schon gespielt habe, noch immer Spaß. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Und dann könnt ihr noch mehr Let's Plays von mir sehen. In diesem Sinne, wir sehen uns beim anderen Video wieder. Haut rein!